Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörer, über die herausragende Bedeutung der Friedrichswerderschen Kirche haben wir in der ersten Lesung bereits gesprochen. Ich habe mich dazu ausgeführt und die Kolleginnen und Kollegen haben das auch getan. Frau Kollegin Hausdörfer, Sie haben in der ersten Lesung angemahnt, dass, sollte es weitere Schäden am Gebäude geben, eine Evaluation der Baumaßnahmen im Sinne des Denkmalschutzes erfolgen müsse. Es gibt nun weitere Schäden. Ist diese Evaluation erfolgt? Nein. Es wird sich weiterhin darauf verlassen, dass das sanfteste der sanftesten Baustellenkonzepte, das Baukonzept Kuschelweich, greift. Das tut es aber offensichtlich nicht und das gibt es nämlich auch gar nicht. Liebe Kollegin Hausdörfer, machen Sie Ihre Ankündigung wahr und stimmen Sie für diesen Antrag. Und was nutzen alle feinfühligen Warnsysteme, wenn im Moment der Warnung bereits der Schaden da ist? Das ist ungefähr so, als wolle man mit Überwachungskameras Verbrechen verhindern. Ineffektiv! Und der Senat ist nicht gewillt, hier geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zusätzliche irreparable Schäden zu verhindern. Sich hinterm Baurecht zu verstecken, ist feige, anstatt mit allen Mitteln zu versuchen, diese weitere Baukatastrophe zu verhindern, die sich nahtlos an Flughafen und Staatsoper einzureihen droht. Und der Senat scheint ja auch gar kein Interesse daran zu haben, denn juristische Auseinandersetzungen sind jetzt schon im Anflug. Selbst wenn weitere Schäden auch von den benachbarten Bauherren getragen werden sollten. Irgendwann ist Schluss, dann ist die Kirche platt. Sie hat laut Aussage von Experten kaum noch statische Reserven und ist quasi schon in der Mitte durchgebrochen. Wer zahlt denn dann? Ist das monetär überhaupt darstellbar? Ich meine nicht. Wir rennen also sehenden Auges in die Katastrophe und müssen jederzeit damit rechnen, den bis dato besterhaltenen Schinkelbau Berlins, der er, wenn es so weitergeht, nicht mehr ist, auf dem Altar der Luxusbebauung zu opfern. Ich muss es noch einmal sagen, dieses ist ein Lehrstück völlig verfehlter Baupolitik. Und ich frage mich ernsthaft, warum das damals niemand kritischer hinterfragt hat, außer den Grünen und den Liberalen. Lernen durch Schmerz ist hier sprichwörtlich. Aber es hilft ja nichts. Sie können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen und die Pläne und Bebauungen ungeschehen machen. Aber Sie können daraus lernen und jetzt zumindest das Menschenmögliche versuchen, um die Friedrichswerdersche Kirche als einzigartiges Denkmal der Berliner Baukultur zu retten. Und eben auch als gelebter und belebter Kulturort, der seine Türen für die Menschen wieder öffnen muss, muss die Kirche erhalten bleiben. Sie aber wollen einen Baustopp erst bei irreparablen Schäden in Erwägung ziehen. Das kann es wirklich nicht sein, meine Damen und Herren, dann ist es zu spät. Der Antrag gibt die jetzigen rechtlichen Möglichkeiten wieder, dass der Senat nunmehr sich verpflichtet, zumindest eben diese wahrzunehmen. Und die Friedrichswerdersche Kirche, wenn sie weiterhin zu Schaden kommt, dann besteht eben nicht nur also die Gefahr, sondern es besteht Gefahr im Verzuge, dass wir sie gänzlich verlieren. Deshalb unterstützen wir auch diesen Antrag. Vielen Dank.